Hallo! Hallo? Also ich habe zwischen Power Armor und Power Armor Head. Ja, krieg ich meinen wieder? Ja. Hier. Ich habe jetzt den hier. Das sieht cool aus. Blablabla. So. Das heißt, ich müsste mir jetzt quasi die Teile craften. Ich glaube, Alter. du hast den wieder aufgenommen. Nein. Wo ist denn der hin? Keine Ahnung. Ich bekomme Schaden. Ja, hier hinten ist der. Darum ist das rote Ding da, der Sludge-Boiler. Oh. Außerhalb vom roten. Was denn? Ich glaube, ich hab's verstanden. Nee. Hä, warum ist die spawnen die Sachen, die ich wegwerfe? Die spawnen einfach. Schau mal, der Sapling. Kommt nicht an. Werf ich aus dem Inventar, kommt nicht an. Relog. Ja, hoffen wir mal, dass die Items wieder da sind. Sonst müssten wir, also zumindest mal deinen Kram wieder zurückschieben. Ne, ist genauso wie vorher. Ja, jetzt kann ich mal wieder Sachen abwerfen. Gut. Jetzt musst du mir Okay. ganz genau sagen, was du für deinen Kram brauchst. Super. Okay. Ja, den Power Armor Head. Die. Also, bist du weit? Nein. Okay. So. Jetzt den Power Armor Head. Den High Voltage Capital. Hallo, Lukas. Ey, gib mir eine Sekunde. Ich habe 64 davon. Das ist gut. Den Hologramm-Emitter. Hologramm-Emitter. Ich meine zwei Force Field-Emitter. Warte. Ich habe den Hologramm-Emitter noch nicht. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Das ist der Kuchen, der da auf so einem Block sitzt. Der Dafür Kuchen, der ist so. die rote Linie da, Lukas. Der Kuchen, der auf so einem roten Block sitzt. Ich bekomme den bei den Press-Shift-Sachen nicht angezeigt. Nicht rot. Hast du drei Zeilen bei dir im. Ich habe sogar vier. Naja, jetzt habe Hast ich du nur drei. vier? Drei, Ja, so. okay. Das ist das in der untersten Zeile, Ja, das. ich habe. Okay. So, ich habe jetzt bis nur den HV-Kapazitor und einen Hologramm-Emitter. Kann ich mal bitte den Helm haben? Dann kann ich gucken, was ich dafür brauche für die Upgrades. Hast du ihn bekommen? Wieso darf ich keine Sachen wegwerfen? Keine Ahnung. Guck mal, ich werf die hier hin und sind weg. Erklär mir das mal. Keine Ahnung. Stell mal eine Kiste auf. Ja. Ich bin sogar eine dabei. Wieso sonst? Craftet du dir doch erstmal deine Armor. Ja, Hier. da ist sie drin. Ja, aber warum? Weiß ich nicht. Ich leg jetzt einfach die Sachen hier direkt ab. Ne, das geht nicht, gell? Doch, jetzt geht's. Sag mal ganz genau noch, was du brauchst. Sonst, nee, crafte zuerst deine Sachen und dann erkläre ich Lukas so lang, wie das funktioniert. Das Zeug, oder? Ja, aber was soll ich dir craften? Ich cheate gerade. Deine eigene Armor. Mit dem Kram, den du hier hast, oder was? Ja, also Ja, nicht gut. kreativ. Das können wir Das natürlich auch machen, aber. halte ich für die effizienteste Variante. Gut, dann Weil steht. Ich Lukas hier verstehe nicht, nur warum ich keine rumgammelt. Sachen wegwerfen darf. Du hast die mir ja auch gerade eben zugeworfen. Ich darf wegwerfen. Das macht keinen Sinn. So. Also Lukas, guck mal. Du hast hier quasi denn also geh mal von dem gelben Zeug hier aus, von dem Fuel. Ja? Ja. Rede mit mir, ja. Das wird hier rausgepumpt. Und es kommt dann hier unten in diese Combustion Engines, da die sich bewegen. Die brauchen aber Wasser, damit sie funktionieren. Weil sie sonst überhitzen und dann explodieren. Und darum muss da eine Seite von denen. Warte. Kann das sein, dass du nämlich viel Wiring hast, dass ich neues Wiring machen müsste? Ja, das ist auch das größte Problem. Da unten der Aqueous-Akkumulator hin. Ach, deswegen brauchst du nämlich das selber. Der muss direkt da dran, weil wenn du, wenn der es nicht mehr, die Pipes werden nicht mehr gefüllt, geladen, wenn du aus dem Bereich rausgehst, wo du halt die lädst, und dann werden die halt leer. Und das ist kein Problem, wenn du das Fuel nicht mehr drin hast, aber wenn du das Wasser nicht mehr drin hast, dann überhitzen die halt.
Und das und also die Magen, das die Lava bei dir, die hält länger als das Wasser. Das Wasser verbraucht sich re richtig schnell und würden die halt überhitzen und explodieren. Ne? Das heißt, es muss einfach nur Ja, das unter muss dir. die. Ja, sag. Muss direkt da dran. Ja, und da muss irgendwo Wasser hin oder was für die Ja, an. um die Akkumulatoren muss Wasser dran. Und dann brauchst, ja, du setzt es halt direkt an die Quarry, von daher ist das kein Problem. Du könntest auch noch eine Speichereinheit für die Energie machen, aber Lohnt sich nicht. das ist, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Und sie brauchen halt ein Redstone-Signal, um zu laufen. Aber. Okay. Alter, was man dafür schon wieder alles braucht. Oh, sag das mir mal. Ich glaube, mit der Pump funktioniert es auch, aber das ist das gleiche Problem, dass du das Wasser drum setzen musst und dass die Pipes nicht lädt immer weiter. Okay. Und die braucht halt dann noch Redstone-Engines dabei und Alter, wie hässlich ist denn Soßen. dieses Haus, Alter? Das ist mega geil. Wo ist denn der Liquid Transposer? Hier. Der mittlere? Naja, da ist Keine ein Ahnung. Magma Crucible, ein Induction Smelter. Du hast aber hier das Yo-Yo-Meter weggemacht. Wo habe ich was weggemacht? Oder Lukas. Hier, das da. Ich habe keine Höhemeter rausgenommen. Ich habe auch nichts. Ich habe auch nichts rausgekommen. Ich habe nur in diese komische Storage-Einheit oder was das war geguckt und auf einmal war es da weg, glaube ich. Ich bräuchte aber Molten Egal. Redstone im Ich Liquid habe ich, Transposer. ich hab aber nichts mitgenommen oder so. Ja, ich Ja, nicht. und den Ich machst du nehme. in Magma Crucible. Das heißt, da muss ich jetzt Redstone reinwerfen. Ja. Boah, Alter, was ist das für eine Armor, ey? Junge. Ja. Geht die Flüssigkeit direkt darüber? Ja. Sagt er Tut so. sie. Ja, das sage ich. Du siehst sie nur nicht, weil es so wenig ist. Alter, als ob ich da so viel inschmelzen müsste. Du brauchst 40. 40 Stacks. Nee, 40 Items. 40 Items Redstone. Ja, ich habe einen Stack hingeworfen. Ach ja, jetzt sieht man es so also langsam. So, jetzt muss ich die Zelle mit dem Liquid Transposer hier füllen. Das geht erst, wenn ich genug drin habe. Alter, das ist echt mega hardcore. Und dann habe ich. Wie viel brauche ich denn von diesen HV-Kapazitoren? Einen für den Kopf, einen für die Power Armor, einen für die Power, also für den Torso, einen für die Legs und einen für die Füße. Also vier. Ist, Boah. ja. Das heißt, ich muss noch vier von diesen Frames machen. Drei Frames. Junge, ey. Wie kommt man auf so eine Idee? Boah, der Electrum Blend reicht genau. Ich mach dir auch quasi alles leer. Also alles. Gut. Ich brauch noch Endia mehr. Alter, ich kann dir das nie wieder bezahlen, was ich dir gerade hier verbrauche. Junge. So, drei Energy Cells. Ja, ich leg das am besten. Vor allem, wo hast du nur die Scaffolds, dass die wieder verbraucht werden? Ach, hier drin einfach. Ja. Weil dann lege ich die auch wieder da drin. Das nimmt mir gerade nur Platz im Inventar weg. What? So. Das heißt, ich muss noch mehr Redstone verbrennen. 4 mal 40. 160. 128, oh, reicht doch. Ist die jetzt voll? Yes, so. Ich habe eine Energy-Zelle. Und damit habe ich auch quasi einen KV-Kapazitator. So. Das heißt, ich muss jetzt hier. Alter, das ist so strange. Und jetzt kann ich hier die Elite-Batterie installieren. Boop. Fertig.
Hat das jetzt funktioniert? Ja, da passen jetzt 750.000 Energie rein. Ja, ich würde die Batterie nicht vergrößern, weil die wiegt und dementsprechend wirst du langsamer. Und 750.000 Energie wirst du niemals so verbrauchen. Okay, also ich habe Es jetzt. sei denn, du legst es wirklich drauf an. Das heißt, ich habe jetzt quasi bis jetzt nur das Modul eingebaut, dass das Teil überhaupt Strom hat. Ja, damit What? die anderen funktionieren. Junge. Night Vision. Ich brauche einen Hologramm-Emitter und einen Control Circuit. Okay, wir fangen an mit dem Control Circuit. Oh, was hier los? Also ich brauche zwei davon. Alter, war das obere ist auf jeden Fall viel billiger wie das untere. Also ich brauche vier Circuits. Circuit. Eins, zwei, drei, vier. Ich brauche ein bisschen Glowdust. Glowstone-Dust. Und dann habe ich schon wieder vergessen, was ich noch so brauche. Vier Redstone. Ah, die habe ich noch. Okay. Das heißt, ich kann das jetzt. Nein, nein. Oh. Ich mache heute nichts anderes mehr, wie das zu craften. Ich sehe das schon kommen. So. Wiring. Und dann die. So, ich habe vier Control Circuits. So, und jetzt kann ich die Flight Control installieren. Jetzt kann ich besser fliegen wie vorher. Ja, du kannst jetzt in der Luft stehen bleiben. Also du fliegst auch in die Richtung, in die du läufst. Theoretisch. Wenn du denn, Wenn ich schon fliegen könnte, quasi. wenn du fliegen könntest, ja. Hast du noch was anderes außer der Night Vision dort drin? Keine Ahnung, ich hab den nicht mehr. Den Helm? Ah, Ja. wie läppisch, den habe ich ja kaputt gemacht, quasi. Ja. Wie gesagt, das. Darum kümmere ich mich, den kriegst du auf jeden Fall zurück. Das ist nicht die Frage. Press. Ich brauche einen Hologramm-Emitter. Oh, vier Farben. Wie läppisch. Oder ist das billiger mit der Redstone Reception? Braucht man keinen Glowstone Dust. Wie hast du deinen Hologramm-Emitter gecraftet? Mit dem Glow Dust oder ohne den Glowstone Dust? Was? Weiß ich nicht mehr. Hier ist einer drin, dann kann ich das Rezept gucken. Ja, es gibt zwei Wege, den zu craften. Ja, ich habe das mit dem mit den vier Farben gemacht, also mit dem Glowstone. Mit dem Glowstone. Also, ich brauche Ich Glas. habe keine. Du musst gucken, wie viel Glas ich noch habe. Das wird eventuell knapp. 130. Ja gut, dann reicht das. So, jetzt brauche ich. Wie heißt denn das? Rose. Rose Red. Ein Rose Red. Ich brauche das eben das Cactus Green. Darf noch schon kennt's mehr. Oder ich schreibe Cactus falsch. Du brauchst, jo, du brauchst vier Hologramm-Emitter. Auch, oh je. Also je nachdem, was du machen willst, wenn du die Farben machen willst, dann wäre es sinnvoll, vier zu machen, weil sonst hast du nur eins gefärbt. 16. Aber ich brauche den Hologramm-Emitter im Kopf, damit ich Night Vision habe. Ach so, ja gut, dann brauchst du fünf, wenn du Farben haben möchtest. Oh. So. Rose Red 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann Glowstone. Glow 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann Lapis. Ja, 1000 Lapis hat der einfach hier so rumliegen. Und dann, wie heißt das Kaktusgrün? Ich glaube, davon hast du nämlich ganz mehr. Ne, falsche Ich habe Zahl. Kaktusse geplantet. Hier hinten. Cactus Green. Wohin denn? Ah, ich glaube, ich habe dich schon mal gesehen. Hier hinten schon irgendwo. Da sind die. Wo denn? Wo sind die Kakteen? Ich hol sie gerade. So, hat der mir inzwischen die Dinger gefüllt? Oh ja. Die Energy Cells sind gefüllt. Das heißt, ich kann jetzt die restlichen drei HV-Kapazitoren machen. Indem ich quasi. So mache. So, dann habe ich schon mal die drei Kapazitoren. Ich lege das mal alles hier hin. Wobei, ne, das ist doch schlecht, das hier hinzulegen. Brennen, 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 brennen. Ist voll anstrengend, dass das direkt wieder rausgesaugt wird. Gut, jetzt habe ich die vier Farben.
Die werden in die Ecken gelegt. Ich hoffe mal, der ist nicht so engstirnig und ich muss die Ecken wirklich richtig rumbelegen. Doch, musst du. Oh Mann! Ich kann dir aber sagen, was ist. Dann muss ich muss eh nochmal nachschauen, was wohin gehört. Ach ja, also. Glowstone, Glas, Kaktus, Glas, Wiring, Glas, Lapis, Glas, Rosewood. Ja, ich habe es dann doch noch geschafft, das Rose Red zu vertauschen. So, jetzt brauche ich noch eben das Glas auf alle verteilt.